Unser Franz wollte noch was kundgeben kurz. Und dann Franz. Und das ist ganz, ganz fleißig, der Franz. Vorbei, spendet. Wir werden dafür Hilfsgüter wieder für die Ukraine kaufen. Die Natter. Далі з промовами ми дуже раді, що ще більше бажаючих до нас приєднується. Я традиційно вас прошу підспівувати, тому що коли виникає ситуація, коли ми так імпровізуємо. Der deutsche Journalist Patrick Barb berichtet: Im Raum Donetsk setzen die Ukrainer schon seit Jahren Streumunition ein. Meist handelt es sich um sogenannte Schmetterlingsminen, die mit Raketen und Artillerie verschossen werden. In Kartuschen zu jeweils 20 Stück. Das sind Antipersonenstreuminen. Sie haben Flügel an der Seite, was die Verteilung über ein großes Gebiet begünstigt. Kinder heben sie auf. Menschen treten darauf. Aber diese Minen töten nicht immer. Ein Soldat hat mir vor vielen Jahren im Kosovo einmal gesagt: Eine gute Mine tötet nicht. Meist reißt die Explosion ein Bein ab oder den Arm oder reißt eine tiefe Wunde in den Körper, sodass sich das Opfer beim Verbluten zusieht.